So, Freunde, Hallöchen, weiter geht es. Wir starten sofort rein in die Folge und suchen erstmal die Feinde, die hier draußen rumlungern, aus Gründen. Ich weiß nicht genau, ob ich die letzte Folge hochgeladen habe. Oh, da sind sie auch direkt, ne? Die überfallen wir jetzt einfach mal. Also das Ding ist, ich kann ja mal ganz kurz erklären, was passiert ist. Denn wir haben dieses Teil überfallen. Also, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hochlade. Es kann sein, es wäre einfach eine Dreiviertelstunde, habt ihr euch dann mehr oder weniger umsonst angesehen. Ich habe dieses Ding angegriffen und es lief richtig gut, der Kampf. Und dann kam halt die Verstärkung. Und das war halt absolut, das war insane, ne? Was wir da an Gegnern reingeworfen bekommen haben. Ich werd die Folge wahrscheinlich hochladen. Und naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal jagen. Wir haben hier zwei Schergen, zwei Plünderer und einen Bombenleger. Keine Ahnung, was der Bombenleger macht. Aber das sind definitiv nicht die Einheiten, die uns angegriffen haben. Die würden dann halt als Verstärkung kommen. Wir greifen jetzt erst die Verstärkung an und anschließend greifen wir dann diesen Hinterhalt da hinten an. Beziehungsweise diesen Unterschlupf. Ne, da wir die jetzt in den Hinterhalt gelockt haben, machen wir dann auch mehr Schaden. Also einzeln, glaube ich, hätten wir diese Gruppen definitiv hingekriegt. Aber so nicht wirklich. So, was haben wir denn hier alles Feines? Ne, ganz ungewohnt, dass wir plötzlich wieder, naja, fast in Überzahl kämpfen sogar. Der Schütze darf zuerst ran. Ich bring den mal hier rüber. So, wir wollen wahrscheinlich den... Ach, das ist auch ein Bombenleger. Wir wollen den natürlich idealerweise direkt rauskriegen. Was kann der so für tolle Fertigkeiten? Am flammenden Pfeil. Fügt allen Einheiten im Bereich 7 Schaden zu und löst dann ein Feuer aus. Okay, cool, interessant. Dann wäre der hier als nächster dran. Den kriege ich vielleicht sogar auch noch. Nehmen wir, machen wir so rum. Ja, die ganzen Hammertypen kannst du vergessen, ne? Das ist natürlich komplett irrelevant. Das ist komplett irrelevant. Und dann bringen wir den bitte auf die Seite. Dann wird er wahrscheinlich auf einen von denen hier gehen. Auf einen von meinen Nahkämpfern. So, also auf jeden Fall erstmal ist er hier dran. Deswegen volle Hütte rein, alles was geht. Und dann wegknüppeln, den Kollegen. Ich stelle mich mal hier hin, aus Gründen. Ich kann nämlich vielleicht gleich nochmal einen Gelegenheitsangriff auslösen, wenn das alles nicht helfen sollte. Aber ich denke, wir machen den gut weg jetzt hier. Ein Tapferkeitspunkt. Ja, ich kassiere jetzt leider einen Schaden, wenn ich den nicht wegbrülle. Aber wir werden den Zorn wahrscheinlich brauchen. Ich könnte ihn, wie gesagt, finishen. Ja, komm, ich mach das sogar. Dann bleibt sogar die Rüstung heile. Wobei das jetzt nicht so tragisch wäre. Komm, wir machen den weg. Hat er nochmal Wut für den nächsten Angriff. Ja, dann könnte ich mich in der Theorie irgendwie... Also, der wird wahrscheinlich leider trotzdem auf mich gehen. Ja, ist okay, nehme ich an. Hätte ich nie machen sollen, ne? Wahrscheinlich. Ich biete mich dem mal ein bisschen an hier oben. Der wird sowieso auf mich gehen. So, der wird uns vor allen Dingen auch vergiften. Dann wäre der jetzt als nächstes dran hier unten. Da würde ich einmal mit ihm hier drauf. Oder wird der... Ich könnte auch den hier entgegennehmen. Da würde der halt auf ihn hier gehen. Das geht tatsächlich ganz genauso. Dann kann er halt nicht werfen. Gefällt mir wahrscheinlich sogar noch besser. Dann werde ich ihn jetzt gleich wegrasieren. Vielleicht kriegen wir den sogar. Mal gucken. Vor allen Dingen kann ich den dann auch nochmal schützen. Das ist eine gute Idee. Ja, machen wir so rum. Und dann kann ich den nämlich jetzt beide schützen hier. Vergiftet wird er trotzdem. Dankeschön. Ich werde jetzt erstmal eine Axt werfen. 5 Schaden, auch noch ordentlicher Crit. Und Blutung, du willst mich verarschen. Na gut, ihr Crit ist halt immer, ne, wenn der uns eine Axt, ja, eine Axt crittet halt, dann, ne. Ist okay, dann sind die jetzt auch im Kampf. Da werde ich jetzt einen von denen hier ranschicken. Wir nehmen tatsächlich sofort den mit der ersten Hilfe. Komme ich bis da rein? Leider nicht. Das wäre sehr wichtig. Das wäre sehr, sehr wichtig. Dann nehmen wir doch erst den anderen. Nehmen wir doch erst den hier. Dann werde ich den hier anstechen. Können wir vielleicht sogar nochmal einen Dolch werfen, wobei ich mir die Dolche wirklich aufheben sollte. So, und dann erstmal bitte hier drauf. Zack. Schöner Crit, ausgezeichnet. Und dann hier schön mitten reinwerfen. Mhm.
Schade, der geht nicht ganz drauf. Jetzt ist die Frage, ob ich trotzdem hier setze ich Zorn ein? Wahrscheinlich sogar. Dann ist der nämlich auch RIP. Oder werfe ich einen Dolch? Könnte auch einen Dolch werfen. Ich weiß halt nicht, die Punkte, die kriegen wir halt nicht, ne? Die kriegen wir in Anführungszeichen wieder, die Dolche nicht. Wir bullen den weg. Dann hat der nämlich auch gleich Wut. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Kann ich jetzt nochmal eins weiter herunterlaufen? Kann ich. Dann würde ich nämlich nochmal einen Punkt kassieren gleich. So, wen haben wir denn jetzt hier noch Schönes am Start? Du darfst nochmal, du darfst nochmal. Und dann darf er wieder. Das heißt, der ist gefährlich, ne? Der darf dann gleich direkt nochmal. Den müsste ich hier im Notfall aus dem Weg schieben. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich könnte den einmal anschießen. Oh, wir wollen ja Erste Hilfe noch einsetzen. Das kriege ich aber nicht hin, ne? Schade. Das werde ich so leider nicht hinkriegen. Bevor der nochmal dran ist. Wir bringen den trotzdem mal hier runter. Oder kann ich das auch über Kreuz machen? Nee, leider nicht. Ich muss wirklich neben dem stehen. Ja, dann einmal feste drauf, nehme ich an. Dann ist der auch nochmal vergiftet. Vielleicht kann ich den sogar komplett wegmachen. Mal schauen. Die beiden Hammerträger, die werden natürlich wieder nichts ausrichten, logischerweise. Der wird gleich gefährlich in der nächsten Runde. Das heißt, den müsste ich jetzt einmal zur Seite schieben. Das wäre ganz gut. Kriege ich das denn hin? Das ist die große Frage. So nicht. So auch nicht. Das wird echt ein Problemchen hier. Vielleicht kassiere ich da diesmal wirklich meine Attacke. Weil der halt direkt nochmal darf, leider. Ich muss näher ran. Ich glaube, ich muss näher ran insgesamt. Ich hoffe, dass der Winkel ist jetzt nicht zu scharf. 100%. Aber das wird den nicht wegschieben, leider. Leider nicht, nee. Schade, schade. Kann ich nochmal draufschießen? Bringt das denn was? Ich werde den so nicht wegkriegen. Hm. 66. Ja, ich hau nochmal auf den drauf. Ich möchte ihn gleich ganz gerne ausknipsen mit einem Schlag. Also, wir müssen den wahrscheinlich wegmachen. Wird nicht anders gehen. Der ist verlangsamt. Wird natürlich jetzt auch nicht so viel bringen. Danke. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Oh, die dürfen ja dann direkt schon wieder, ne? Ich muss den ja unbedingt da rauskriegen. Der wird einen Schlag durchkriegen. Ich fass es nicht. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich sei denn, wir kriegen den jetzt ausgelöscht. Ich könnte mir jetzt hier erstmal alle Punkte reinholen. Das machen wir mal. Zack. Der ist auch am Bluten. Oh, das war dumm. Der wird jetzt auf jeden Fall Blutungsschaden bekommen. Aber es ist nicht schlimm, tatsächlich. 20% ist schon heftig, aber der wird sich dann wahrscheinlich relativ schnell wieder heilen. Notfalls müssen wir den dann nochmal heilen. So, und dann müssen wir den jetzt irgendwie ausknipsen. Das wird auch wahrscheinlich gelingen, realistisch betrachtet. Trotzdem wird dann der Bogenschütze eins abkriegen. Also normalerweise habe ich nicht so große Probleme gegen die. So, wir holen erstmal mit der Rüstung, macht ein bisschen mehr Schaden, da er noch eine Rüstung hat. Das wird ihm zu Verhängnis, lustigerweise. So, mit diesem Schlag kann ich gleich auch auf den nochmal drauf gehen, theoretisch. Doch, wir müssen aber den hier wegmachen. Und dann brülle ich den sogar auch nochmal an. Zack. Angespornt. Ja, der Bogenschütze wird trotzdem kassieren, leider. Den habe ich dumm aufgestellt eben. Ich habe mal wieder nicht mitgedacht, ne? Bei diesen Schwungangriffen denke ich leider nicht mit. Muss man fairerweise so sagen. Da denke ich leider nicht wirklich mit. Ich könnte ihn hier nochmal unterstützen. Vielleicht kriegt er dann weniger Schaden oder so. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. So, Beziehung zwischen Philo und Stefak hat sich verbessert. Einfach nur, weil die nebeneinander stehen. Haben die ein bisschen gequatscht, oder was? Also ich muss jetzt einen von denen quasi opfern, mehr oder weniger.
Ja, ne, wen opfern wir denn jetzt hier? Also ich könnte jetzt hier gleich noch eine Bombe werfen, dann ist der auf jeden Fall auch RIP wahrscheinlich. So, wir bringen den mal hier raus. Sorry, mein Freund, ne? Der fragt, sorry. Mein Fehler, nehme ich an. Dann einmal hier drauf, zack. Oh, warte, warte, wir werfen wahrscheinlich erstmal die Bombe. So. Ich glaube, das reicht. Wahrscheinlich nicht. Doch, oh wow, 26. Ich könnte jetzt fliehen, dann würden wir dem Schaden entgehen. Demoralisiert und fliehen. Wollt ihr sie ziehen lassen? Ja. Ich glaube, wir wollen sie ziehen lassen. Ich möchte so wenig Rüstung kaputt machen wie irgendwie möglich. Ja, ausnahmsweise. Ja, gar nicht schlecht. Eine Rüstung ist kaputt gegangen, aber gar kein Problem. Haben wir repariert. So, und dann haben wir hier sogar ein bisschen schöne Erfahrungspunkte bekommen. Sind wir schon auf Stufe 4. Kritischer Treffer. Ansonsten Geschicklichkeit. Wir würden halt richtig Schaden da drauf buttern. Ich glaube, ich möchte mehr Schaden als Crit. Also, plus 10 haue ich immer drauf, ne? Also das sollte man so früh wie möglich leveln, diese Karriereplanung. So früh wie möglich. Man kriegt halt aus jeder Stufe kriegt man halt 2 Punkte raus. Das ist schon enorm. 21. Bam, ne? Gar nicht mal schlecht. Das dürfte jetzt nochmal ordentlich Schaden machen. Ich bin mal sehr gespannt, was man dann jetzt hier als nächstes bekommt. Tödlicher Vertrag bewirkt am Anfang jeder Runde beim nächsten Gegner... Was? Eine Runde lang Anfälligkeit. Mhm. Gucken wir dann, wenn es soweit ist. Nehme ich an. So, jetzt haben wir die ersten Angreifer ausgeknipst. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ich würde auch sehr gerne nochmal in das Grab hier reinschauen. Ich speichere jetzt erstmal. Aus Gründen. Ne, danke. Und dann rennen wir mal hier hoch. Und gucken mal, was wir jetzt hier so haben. Diesmal kriegt ihr keine Verstärkung, ihr Säcke. Stufe 4. Ja, Bartau. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. What? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Haben die jetzt wirklich noch eine Verstärkung am Start? Das ist ja so bescheuert, ne? Wir können die Quest halt so nicht machen. Also wir werden wieder komplett zerlegt werden. Jetzt muss ich die andere Verstärkung auch noch suchen. Die muss doch irgendwo hier in der Nähe sein. Das ist also nichts für ungut, aber das finde ich ganz schön bescheuert. Ich meine, es ist halt ein Vorposten, ne? Oder ein Außenposten. So, das kann ich noch so bescheuert finden. Hier drüben war ich halt doch leider schon. Wir gehen mal hier rüber. Ich werde da gleich bestimmt in irgendein Viehzeug reinrennen. Ich warte nur noch, dass wir ein paar Wölfe finden oder so. Hier ist halt auch sonst... Oh, never. Nee, das sind Wölfe. Wollen wir die auch wegmachen? Ein Alpha und 6 Wölfe. Da hätten wir halt das Wolfsfleisch. Das brauchen wir sowieso noch für den Bauernhof. Aber das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich suchen. Ich renne hier oben rum und schlachte alles ab, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Aber das bringt mir eigentlich gar nichts. Was habt ihr denn für eine Sonderfertigkeit? Jeder Angriff auf eine Einheit ohne Rüstung bewirkt eine Blutung. Boah. Das ist auch ziemlich stark. 10 bis... Ne, 11 bis 14 Schaden. Autschen. Was kann denn der Alpha? Wolf, Alpha. 16 bis 20 Schaden. Aber die haben nicht so viele Lebenspunkte. 60 Lebenspunkte. Never mind. Wie bescheuert das einfach ist. Schon wieder. Ja, toll, ne? Richtig toll. Wir müssten gucken, dass sie sich alle gegenseitig blocken. Also du kommst auf jeden Fall mal hier runter. Wir sollten gucken, dass sie sich alle irgendwie gegenseitig blocken. Und ich sollte so weit wie möglich von dem Alpha weg. Der kann ja zum Glück keine neuen Wölfe rufen oder sowas. Solche Scherze. Ist halt die Frage, ob ich einen der Wölfe schon direkt wegbürsten kann. Den Alpha werde ich nicht wegkriegen, das wird unmöglich sein. Wir haben hier noch eine Bärenfalle liegen, da könnte ich möglicherweise einen der Wölfe reinbaiten. Wenn ich den so aufstelle, der Wolf wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit hier reinrennen. Wann ist denn der dran? Der ist tatsächlich als zweites dran. Das wird mir halt nicht viel bringen, ne? Unabhängig davon. Kann ich mich irgendwie so aufstellen? Was ist der hier ist auch als nächster dran. Dann gehen wir lieber nach hier unten, um ehrlich zu sein. Da will ich den hier zuerst haben. Dann blocken wir halt an der Front. Soll ich hoffen, dass der mich nicht erreicht? Wahrscheinlich, ne?
Ich wäre dann mit dem dann als nächstes auch da dran. Wobei wir dann halt die Falle nicht nutzen. Auch jetzt nicht so schlau. Der wird uns wahrscheinlich nicht erreichen. Ich gehe mal davon aus, der kann nicht so weit laufen. Das kann man ja auch tatsächlich sehen. Der wird uns einfach erreichen. Ja, schade, ne? Das ist nicht so toll. Das ist ganz und gar nicht toll. Dann werde ich halt den da aufstellen, nehme ich an. Soviel zum Thema, ne? Das ist nicht so gut. Der wird uns auf jeden Fall auch erreichen. Und zwar allesamt. Ich glaube, ich sollte mich lieber woanders aufstellen. Aber das kann ich nicht wirklich machen. Wir haben hier hinten nicht genug Platz. Dass die Karte halt auch so eng ist, ist auch ein richtiger Tilter. Er wird nach Schaden um 10% erhöht. Ja. So, ich denke, wir möchten das so rum machen. Ich werde jetzt hier auf das alles draufballern, was wir haben. Wir hoffen gleich, dass der Alpha in die Falle ranrennt oder so ein Käse. So, deswegen, feuerfrei. Ja. Ja, let's go. So, Rüstung haben wir leider nicht. Insofern, egal. Wir werden uns hiernach sowieso erholen. Also, wir können ja ruhig alle Punkte raushauen. Oh, ich könnte ihn wirklich wegmachen. Gar nicht mal schlecht, da haben wir schon mal einen Feind weniger. Könnte ich mich sogar danach nochmal schützen. So, ne? Und nochmal Schutz, dann haben wir wirklich sehr viele Punkte rausgehauen. So, der hat auch Wut als nächstes. Wunderbar. Oh, ich könnte mich sogar lustigerweise nochmal zurückziehen. Also wenn du es schaffst, dich in die Falle reinzulaufen, kriegst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ausgezeichnet, du hast es geschafft. Jetzt renn aber bitte nicht als nächstes. So, wir stellen das mal so ab. Vielleicht, wie gesagt, wird einer von denen gleich in die Falle reinrennen. Danke. Hätte ich wahrscheinlich gar keinen Schutz gebraucht. Boah, ist das bescheuert. Ja, toll, ne? Das hat auch ganz schön wehgetan. Hau ich mit dem direkt schon zu. Wer ist denn hier als nächstes dran, der Alpha? Die werden jetzt allesamt hier oben reinrennen. Oder vielleicht wird der Alpha hier rumrennen, das kann auch sein. Wir werden mal mit dem hier draufhauen und dann werde ich mir erstmal Schutz geben. Das ist, je früher ich das mache, desto besser. Bitte, jetzt, schlagen Sie. Die kassieren natürlich auch ordentlich, die haben keine Rüstung. So, alle ein bisschen Schutzwirkung. Dankeschön. Ein Wolf haben wir schon mal, das ist das Wichtige. Oh, 12 Schaden. Ein Schaden. Und wir kriegen einen Punkt oben drauf. So, jetzt kann ich nämlich direkt schon mal... ja, die blocken sich gegenseitig. Ausgezeichnet. Der Kampf läuft perfekt, muss man sagen. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Und vor allen Dingen kann ich jetzt den gleich auch nochmal treffen. Den werde ich auch wahrscheinlich zuerst angreifen. Ist halt die Frage, ob wir die... Ja, die können wir tatsächlich auch beide treffen. Also wie gesagt, der Kampf läuft absolut perfekt. So. Dann hauen wir den jetzt natürlich an, weil der ist im Kampf drin. Ist vergiftet und dann wird wahrscheinlich dieser Wolf sogar schon sterben. Wir könnten den jetzt sogar wegbrüllen. Kann man die Wölfe auch gefangen nehmen? Wahrscheinlich sogar, ne? Geht nicht? Warum nicht? Ich hoffe, ich treffe die beide. Sieht danach aus. Ja, der Wolf, den könnte ich jetzt mit einem Dolch abwerfen. Will ich das denn? Der ist halt in dieser Runde gar nicht mehr dran. Ich block halt den damit und ich block den damit. Die können halt beide nichts machen, wenn ich das so lasse. Ich glaube, ich lasse es so stehen sogar. Ich meine, ich kann da gleich auch nicht so viel machen. Ich kann mit dem gleich auf den drauflaufen. Oder ich schieße erstmal mit ihm. Wir lassen das so stehen, tatsächlich. Wir sorgen dafür, dass sich alle gegenseitig blocken. Also dieser Kampf ist bisher eine absolute Meisterleistung, muss ich sagen. Was kassieren wir denn eigentlich, wenn wir hier minus 2 Moral? Fried vor dem Kampf. Das hätte ich eben mal machen sollen. Ich wusste nicht, dass das geht. Also beziehungsweise, als wir diese Horrorfolge hatten. Ja. Wir rennen mal hier rüber. Kann ich an denen allen vorbeischießen? Das wäre natürlich toll. Wird aber wahrscheinlich nicht gehen. Deswegen einmal feste drauf auf den Wolf hier. Wir könnten den... Wer ist denn von denen noch dran hier? Der ist auch nochmal dran. Das wollte ich nicht. Sie. Nicht so gut. Beziehungsweise auf die Art und Weise bremsen wir die Wölfe natürlich auch nochmal schön aus.
Aber es war natürlich trotzdem so nicht gedacht. So, wir schießen auch auf den Wolf nochmal. Verlangsamt. Dann lassen wir den exakt so stehen. Danke. Ich bock mich halt gleich selbst auch. Ne? Also das ist das Problem dahinter. Ich kann jetzt hier mit ihm noch einmal den Wolf wegmachen gehen. Und dann muss ich mich aber auch wieder zurückziehen. So. Weg. Mounts. Haben wir nicht super viele Seile? Eigentlich müsste ich doch mal irgendwie so einen Wolf einsperren können oder so. Dass wir den. Also mit einem Wolf würde ich schon ganz gerne kämpfen. So, danke schön. Du wirst nicht viel machen können. Oder vielleicht erwischt er unseren Bogenschützen. Natürlich, was auch sonst. Ja, die Rüstung aber mit Ach und Krach gerade so noch gehalten. Naja, so viel dazu, ne? Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wer hier wann dran ist. Den Wolf können wir sogar noch einmal blocken. Und den hier auch. Die blocken sich noch. Dieser Kampf ist einfach absolute Perfektion. Jetzt habe ich es gesagt. Der ist einfach absolute Perfektion. So, das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, das hier wollen wir auf gar keinen Fall. Ich muss den irgendwie aus dem Kampf rauskriegen. Das heißt, ich werde ihn jetzt erstmal anstechen. So. Und machen wir so einmal. Oh, wow, das ist richtig gut. Umzingelt. Ja, dann werde ich den hier mit so einem Angriff rauslösen. Und dann mache ich den gleich mit dem Pilo, mache ich den weg. So, kann ich mich hier nochmal zurückziehen? Will ich mich nochmal zurückziehen? Das ist die nächste Frage. Ich glaube tatsächlich nicht. Der rennt jetzt außen rum, das war nicht so schlau. Ja, okay, soviel zum Thema absolute Perfektion. Alle Rüstung kaputt. Sind die beiden im Kampf? War so auch nicht gedacht. So, jetzt müssen wir langsam wirklich gucken, dass wir den Rest noch rauskriegen. Der darf auch nochmal. Der darf auch nochmal und der darf auch nochmal. Okay, wie machen wir es jetzt am besten? Also der wird wahrscheinlich den hier gleich auslöschen können. Den können wir auch tatsächlich komplett so schon auslöschen. Wer ist denn von denen hier als nächster dran? Der wird die nochmal beide blocken. Wobei der wird dann natürlich auch außen rumlaufen. Natürlich, ne? Wobei die Rüstung ist eh schon angedatscht. Das heißt, wir hauen hier mal den Angriff, den Zornangriff hau ich mal. Ist der noch wütend? Ne. Den hau ich mal hier mit drauf. Dann kriegen wir nämlich auch Wut. So, und dann rennen wir doch einmal hier außen rum. Ich könnte mir auch tatsächlich das hier nochmal mit reinholen. So, dann rennen wir hier nochmal außen rum. Jetzt haue ich hier auf den alles drauf, was wir noch haben. So, und dann nochmal den normalen Angriff. Und wieder ein Wolf weniger. Mit dem laufe ich jetzt, oder beziehungsweise ich stelle mich wahrscheinlich sogar hier davor. Dann kann er nämlich weder den erreichen noch den erreichen. Und dann blocken wir hier sogar nochmal. Weil der Punkt vergeht gleich sowieso. Dankeschön. Kann nämlich sein, dass der jetzt einfach außen rum gelaufen kommt. Habe ich mir nämlich fast gedacht. Dürfte kaum Schaden machen. Eins. Sehr schön. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Ja. Also, was wir jetzt machen könnten, wäre folgendes. Die dürfen leider gleich auch alle nochmal. Das heißt, der wird dann auch nochmal Schaden kassieren. Oder ich kann ihn wieder aus dem Kampf rausschießen. Was ich jetzt machen könnte, wäre den anstechen. Dann sind die im Kampf. Dann lasse ich den gleich noch einen Gelegenheitsangriff ausführen. Und dann werde ich mit dem den da rausschießen. Es könnte sein, dass das schon ausreicht. Tatsächlich. Oder ich steche mit ihm auf ihn ein und dann kann ich ihn da reinlaufen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder ich kann auch einfach den hier anbrüllen, dann ist er nämlich auch schon RIP. Machen wir es doch einfach so. So, und jetzt werde ich den hier anstechen. Dann sind die beiden im Kampf, das ist okay. Jetzt kann ich ihn hier einen Gelegenheitsangriff ausführen lassen und dann kann ich den Wolf wegmachen. So. Die sind demoralisiert und wollen fliehen. Nee, ich will aber Wolfsschnitzel haben. So ja nicht, meine Freunde. Dann rennst du einmal hier außen rum. Oh, die kriegen wir leider nicht in den Kampf. Schade. Macht aber nichts. So, gewonnen haben wir trotzdem schon. Kannst du hier? Nein. Schade. So, dann haben wir noch unseren Bogenschützen. Ja.
Einmal hier zur Seite, nebendran. Ein volles Feuer. Haben wir nicht aus dem Kampf gelöst. So, kannst du dich zurückziehen? Nicht wirklich, dann bleib einfach da stehen. Ja, wir machen das mit ihm hier zu Ende. Nehme ich an. Einmal drauf. Ich habe leider keinen von den Wölfen gefangen genommen. Und dann nehmen wir das hier einfach. So, das lief doch echt gut. Schöner Kampf. Ein bisschen Rüstung ist natürlich trotzdem kaputt gegangen. Wir haben jetzt hier 5-mal Wolfsfleisch. Philo ist jetzt Duellant. Super. Keine Ahnung, was das heißt. 5-mal Wolfsfleisch, das ist genau das, was wir haben wollen für die eine Quest. Leder haben wir bekommen und Fett. Und Kadaver. Die wir jetzt wahrscheinlich direkt essen werden. Klingt eklig, ist aber so. So, wen haben wir dann hier noch schön gelevelt? Kritische Treffer, Geschicklichkeit. Können wir auch einfach Sturmschaden draufhauen. Wir könnten auch ansonsten nochmal Willenskraft mitnehmen. Man hat ja gemerkt, Willenskraft ist durchaus wichtig. So, 28. Was nehmen wir denn zuerst? Wir hätten auch ansonsten nochmal Geschicklichkeit, die wir mit dazu packen können. Ich spekuliere halt da so ein bisschen drauf, dass wir später mit dem Bogen ordentlich Schaden austeilen. Jedes Mal, wenn diese Einheit einen kritischen Treffer erzielt, bewirkt sie eine Blutung. Wirkt alle 2 Angriffe Verwundbarkeit. Bestienbeherrschung, Tiere können im Kampf kontrolliert werden. Keine Ahnung, was das heißt. Tieraffinität erhält zu Beginn des Kampfes eine passive Fertigkeit von einem verbündeten Tier. Ja. Jeder Angriff, der auf eine Entfernung von mehr als 8 Metern ausgeführt wurde, gewährt eine Rage. Schaden um 5% erhöht, kumulierbar. Zähmender Pfeil. Bewirkt beim anvisierten Tier Wut. Okay, was soll das bringen, wenn ich mal so blöd fragen darf? Zweite Waffe. Kann einen zweiten Bogen ausrüsten und im Kampf die Waffe wechseln. Das ist cool. Wenn die Einheit angegriffen wird, kommt es zu 50% Wahrscheinlichkeit nicht zu einem Kampf. Stattdessen führt die Einheit einen Gelegenheitskampf. Oh, das ist auch cool. Solange sich keine verbündeten Einheiten innerhalb von 5 Metern aufhalten, erhält diese Einheit einsamer Wolf. Schaden um 10% erhöht, erlittener Schaden um 10% verringert. Das ist nicht so pralle. Das hier finde ich cool. Ja, ihr seht schon, ne? Ist fraglich, worauf wir da wirklich gehen wollen später. Die ganze Tiersache, weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt. Ich glaube, wir nehmen sogar erstmal Geschicklichkeit. Weil Willenskraft kann man immer noch mal mitnehmen, wenn man sonst nichts hat. Kritischer Schaden ist halt so eine Sache. Ich meine, das ist schon echt stark. Wenn wir Blutung verteilen können auf den Gegnern, ist das schon wirklich, wirklich stark. Aber es sind halt trotzdem nur... Wie viel Prozent? 7%. Können wir auf 9 erhöhen? Ich glaube, da nehmen wir lieber den stumpfen Schaden jede Runde. Karriereziele, ich packe hier eine Geschicklichkeit drauf. 17 ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dankeschön. Was kriegen wir denn jetzt durch den Duellant? Bollwerk, du bist... Wer ist Duellant geworden? Asket, was der alles hier sammelt. Was zum Geier? Tragfähigkeit plus 3, Schildexperte, ruhmreich. Wahrscheinlichkeit beim Beenden des Zuges einen Tapferkeitspunkt zu erzeugen. Die Prozentzahl wäre schön. Er braucht eine Nahrung weniger. Opportunistisch. Schaden aus Gelegenheitsangriffen erhöht sich um 5% und Duellant. Kritischer Schaden und kritischer... Was? Kritischer Treffer und kritischer Schaden erhöht um 5%, wenn eine einhändige Waffe ausgerüstet ist. Gar nicht verkehrt, ne? Flink, ruhmreich und opportunistisch. Also je nachdem, was man hier ausübt, Stärke und Geschicklichkeit erhöhen sich um 5%. Gar nicht verkehrt. Von wilden Ebern aufgezogen. Willenskraft und 3. Du wirst von wilden Ebern aufgezogen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir kampieren hier, glaube ich, einfach mal kurz. Eine Runde rasten. Dann können wir direkt die Kadaver wegessen. Oh, 7 Kadaver haben wir dabei. Ist ja super lecker. Nehme ich an. Das Wolfsfleisch darf ich auf keinen Fall essen. Minus 4. Wir hauen nochmal ein paar Schnitzel hier rein. Die sind nämlich auch recht schwer. Vielleicht nochmal ein paar Pilze. Ein bisschen Obst. Eigentlich haben wir genug gute Laune, sage ich mal ganz offen. Wir sparen mal ein bisschen an der Nahrung. Haben wir nämlich noch für 3 Tage Nahrung. So, so kriege ich leider keine weiteren Dings dazu, keinen weiteren Einfluss. Doch, tatsächlich kriege ich das. Unsere Pferden sind hungrig. Ja, mein Gott, wir sind ja in der Wildnis, ne? So ist das Leben.
Hat die Eigenschaft Führungskraft freigeschaltet. Es hagelt einfach Eigenschaften ohne Ende. Maximale Tapferkeitspunkte des Trupps um 1 erhöht. Das ist schon echt ganz schön krass, ne? Für alle wohlgemerkt. Gefällt mir. Weiter geht's. Jetzt haben wir leider immer noch nicht die Gruppe gefunden, die ich eigentlich finden wollte. Sollte, musste, könnte. Da haben wir nochmal ein schönes Blümchen. Also ich kann die Quest so vergessen. Sag ich ganz ehrlich. Jetzt sind wir die ganze Zeit im Kreis gerannt. Aber das bringt mir am Ende des Tages gar nichts. Was ist denn das da? Das sind die wahrscheinlich, oder? Kampf. Scherge und Plünderer. Ich weiß nicht, ob die das sind. Wahrscheinlich sind die das nicht. Wir gehen einfach wieder nach Hause. Ich sag, wie es ist, ne? Wir können uns lieber nochmal ein paar Waffen schmieden und sowas. Ich meine, die können wir trotzdem wegmachen. Also mit dieser Quest, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie wir diesen Obermörder da, wie hieß er nochmal? Bertram war es nicht, aber diesen anderen Typen, wie wir den jemals wegmachen sollen, der halt sehr schwer ist oder einfach nur schwer ist. Theoretisch ist das, was wir jetzt aktuell machen, ja nur Mittel. Und da kriege ich trotzdem komplett auf die Schnauze. Naja, so, wo sind denn hier unsere ganzen Leute eigentlich? Warte mal, das hier ist der Schütze. Das hier ist unser... Hey, wo ist denn unser... Unser Fünfter? Bin ich blind? Eins, zwei, drei, vier. Hä? Sind jetzt sogar meine eigenen Leute versteckt? Das kann doch nicht sein, oder? Wo ist der denn? Den brauche ich. Ah, das ist der andere. Okay, der war tatsächlich unten. Ich war wirklich blind. Wer ist denn von denen zuerst dran? Der hier und anschließend der hier. Der Hammerträger ist egal. Und dann haben wir hier noch einen anderen. Sind das nur drei Leute? Kann das sein? Jo, nimmer. Da stehen noch ein paar mehr drin. Da ist bestimmt auch nochmal ein Schütze dabei oder so. Das bedeutet, wir laufen mit dem hier einmal hier unten rein. Kommt er bis dahin? Gerade so mit Ach und Krach. Hier ist leider gleich auch noch Matsch. Mit dem komme ich aber nicht darunter. Das heißt, wir gehen mit dem dahin. Mit dem renne ich jetzt da rein, mit dem renne ich gleich da rein. Ja. Puh, ey, kann ich da auch nochmal... Haben wir da nochmal... Da war auch eine Falle übrigens. Wir machen das vielleicht mal so. Die Falle werde ich wahrscheinlich gleich trotzdem auslösen, realistisch betrachtet. So, ich komme leider auch nicht bis zu dem. Das heißt, ich renne mit ihm... Komme ich auch nicht bis zu ihm. Verdammte Axt, ey. Ja, cool, ne? Oder auch nicht. Ich meine, der würde dann logischerweise auch nicht zu uns kommen. Muss man halt auch fairerweise dazu sagen. Hoffe ich einfach mal. Wir können den Schützen, kann ich mal hier unten als Bait aufstellen. Vielleicht rennt er dann durch die Falle durch. Möglicherweise. Machen wir mal so. Ich glaube, ich ziehe mich komplett nach hier unten zurück. Ganz egal, was hier noch drin steht. Dann warten wir einfach ab, was da kommt. Und den hier lassen wir dann einfach wahrscheinlich an der Seite stehen und, naja, ne, lassen die auf uns zukommen. Kann mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren, dass er durch die Falle rennt. Wahrscheinlich wird unser Schütze leider was abbekommen. Oder ich schieße den nochmal weg. Das könnte man sogar auch probieren. Müssen wir ein Stück nach vorne? Der ist vor allen Dingen halt zuerst dran. Das heißt, ich werde den wirklich einmal zurückschießen. Dann kommt er nämlich gar nicht an uns ran. Der steht leider im Schlamm. Reicht es? Das reicht perfekt. Weg damit. Tschö. So, jetzt stelle ich mich nochmal hier daneben, kriege ich nämlich nochmal einen extra Punkt. Danke. Haha, ne? Hast du dir so gedacht, mein Freund? So, jetzt muss ich dann, kann ich an den da ranlaufen? Ich hätte den hier runterbringen sollen. Das wäre auf jeden Fall schlauer gewesen. Ja, ich gehe dem hier entgegen. Machen wir einmal so vielleicht. Zack. Und dann eröffnen wir ja den Kampf. Dann hole ich uns nochmal beiden Schild. Beziehungsweise ein bisschen Schutz. Danke, das war's auch schon. Der kann da oben gar nichts machen. Okay, dann sind wir schon wieder dran. Der ist jetzt gleich... Als nächstes, kann ich den Kampf vielleicht schon beenden?
Ich fürchte leider nicht. Wir versuchen trotzdem mal so weit zu kommen wie möglich. Der wird ja auch dann auf jeden Fall gleich vergiftet werden. Es könnte sein, dass wir den sogar finishen. Jo, ausgezeichnet. So, da sind wir jetzt schon beim Ansporn. Das ging ja wirklich fix. Ich ziehe mich trotzdem nochmal eins zurück. Wobei, das wahrscheinlich nie wirklich nötig sein wird. Also ein Hammerträger ist noch dabei. Der kann natürlich nicht groß was machen. Ich würde sogar fast sagen, wir lassen den stehen hier. Nee, also so krass wollen wir den dann auch nicht stehen lassen. Vielleicht hier runter. Jetzt habe ich den halt eingesperrt, was nicht so schlau ist. Ich sollte die Leute sowieso nicht nebeneinander stellen. Da ist tatsächlich noch so einer. Ja, der ist ja auch noch dran, habe ich ganz vergessen. Hätte ich mal den zuerst steuern sollen. Das war dumm, ja. Ich hätte auf jeden Fall den jetzt zuerst steuern sollen. Egal, nicht so schlimm. So, einmal Feste drauf und dann, der macht den Kampf sowieso alleine fertig. Quatsch, ne? Einmal Morgenstern an den Kopf. 36, holy moly. Ja, tasse dich nochmal ein bisschen vor und dann kannst du warten. Da ist unser Hammerschwinger. Dann lädst du mal schön auf. Das ist schon wieder ordentlich knapp, was wir hier machen. So, ich darf jetzt wieder von vorne. Ich krieg die jetzt leider ansonsten beide nicht da raus, ne? Ich kann jetzt ihn auf ihn gehen lassen. Ja. Wir machen das genauso tatsächlich. Ich würde sehr gerne den daran setzen. Ich werde den leider nicht rechtzeitig wegkriegen. Ich kann gerade nochmal zwei Leute bewegen. Ist egal, ne? Machen wir tatsächlich so. Und dann einmal feste drauf. Wait. Einmal feste drauf. Der muss als erstes weg. Dann kriegst du meinetwegen, kriegt ihr ja nochmal ein bisschen Schild. So, der ist der Schutz. Und dann würde ich doch fast sagen, wir beenden diesen Zug. Wait, wer bist du denn? Noch ein Hammermensch. Ja, dann haben wir wenigstens gleich, können wir den auch noch einsetzen. So, dann würde ich sagen, wir rennen mit dem einmal außen drum. Habe ich ein bisschen schlecht getimed hier. Ich hätte den noch eins weiter laufen lassen sollen. Das war nicht so schlau. Jetzt komme ich hier halt nicht durch, ne? Das war nicht so schlau. So, ich möchte ganz gerne... Ich könnte auch hier hinterlaufen. Machen wir vielleicht einfach mal. So, einmal... Oh, wow. Holy moly, ey. Ich hätte lieber den stechen sollen. Wait a second. War das jetzt... Das war ein Crit, ne? Ne, war es nicht. Crazy, einfach nur. Ja, dann parken wir den doch vielleicht noch dahinter ab. Auch wenn da Schlamm ist, ist nicht so schlimm. Kriegen wir gleich nochmal einen weiteren Punkt. Dankeschön. Die haut mal wieder schön ins Leere. Klasse. Kann ich hier außen rum? Ich weiß es nicht. So, du bist dran, ne? Ich würde ganz gerne den hier direkt schon wegmachen. Wir laufen auch hier einmal außen rum. Ich weiß nicht, was sie sich bei dem Angriff gedacht haben. Keine Ahnung, komplett bescheuert. Wir machen so viel Schaden in der Zwischenzeit. Wahnsinn. Mal wieder einer weniger. Die Feinde sind demoralisiert. Nö, wir lassen die nicht ziehen. So, dann, ja, Zug abgeschlossen oder so. Dann einmal mit dem hier außen rum. Ich könnte ihn auch mit dem Schützen erstmal von mir wegschießen. Das würde theoretisch auch gut gehen. Oh, da ist eine Falle. Die hätte ich jetzt wieder... Die hätte ich nicht dran gedacht. Die habe ich ja gesagt. Ich denke nicht dran. Der Bogen macht inzwischen auch gut Schaden. Wir sollten die ganzen Punkte einsetzen. Die verfallen gleich sowieso. Aber das war es jetzt auch. Können jetzt noch einmal vergiften. Na, wir gehen trotzdem nochmal pro forma hier ran. Kriegen wir nämlich nochmal einen weiteren Punkt. Sollte ich mich dran gewöhnen. Sondern bist du dran. Hier ran. Und einmal drauf. Hallo? Nein, nein, nein. Einmal feste drauf. Das war nochmal ein Crit. Super. Guter Kampf. So, wir haben nochmal... Oh, wir haben eine schöne Rüstung bekommen. Brigandine des Deserteurs. 14 Rüstung. Gar nicht mal schlecht. Kannst du dir wahrscheinlich direkt gönnen sogar. Der Hackout.
Den leveln wir nochmal kurz. Wir müssen noch eine Rüstung reparieren. Ich weiß gar nicht, wen es da erwischt hat. Ach, dem haben wir schon die bessere Rüstung gegeben. 14 Rüstung, die ist aber trotzdem besser. Ach, die ist eine mittlere Rüstung, never mind. Was haben wir denn hier? 15 Rüstung, du hast 14 Rüstung plus 2 Bewegung. Das wäre wahrscheinlich sogar besser auf ihm. Das ist eine leichte Rüstung. Dann geben wir ihm doch die mittlere Rüstung. Auch wenn die Bewegung auf ihm echt gut ist. Dann können wir aber diese Rüstung lieber noch jemandem anderen geben, der vielleicht insgesamt, ne, dir vielleicht einfach. So, gar nicht mal so schlecht. Dann bekommst du noch ein paar schöne Punkte von mir. Kritischer Schaden. Willenskraft. Ja, ich glaube, hier gibt es nicht so viel zu überlegen. Das ist vielleicht auch auf ihm gar nicht mal so schlecht. Verfassung. Die Willenskraft brauche ich halt nicht mehr wirklich. Ich weiß nicht genau, was man damit levelt. Ich glaube, damit erhöht man auch den kritischen Schaden oder sowas. Ja, erhöht außerdem den kritischen Treffer. Stärkt die Moral des Trupps. Ah, okay, verstehe. Ich glaube, ich möchte Geschicklichkeit haben. Mich würde mal interessieren, was das kostet, wenn ich hier. Kann ich da 2 Punkte draufhauen? Kann ich ja. Kostet mich dann 40. Ja, Schaden, ne? Nehme ich an. Ich weiß nicht, nehme ich den Crit einfach? Könnten wir auch mal machen. Es ist halt ein Assassine, ne? Wenn der zuhaut, dann scheppert's halt richtig. Vor allen Dingen möchte ich ja später. Das Ding ist halt, wenn wir später nochmal so einen durchbekommen, dass der 30% erhöhte Crit-Chance hat in Rücken, dann ist halt der kritische Schaden, das scheppert dann natürlich direkt noch mehr. Wir nehmen ausnahmsweise mal das hier mit. Ich glaube, das ist in dem Fall gerechtfertigt. So, alles reparieren machen wir trotzdem und dann, ja, ne, haben wir das auch geschafft. Dann beende ich diese Folge und ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weiter fortfahren. Ich glaube tatsächlich, dass wir nach Hause laufen. Ich kann das ja nicht wirklich machen. Wir haben auch jetzt super viel Eisen und alles gesammelt. Vielleicht können wir auf dem Rückweg nochmal hier reinschauen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Stadt zurück. Stallungen. Ach, die Stadt ist ganz hier oben. Wir können uns vielleicht nochmal ein weiteres Pony kaufen. Das wäre noch so eine Idee. Oder vielleicht auch hier nochmal ins Bergwerk hinein. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich mich bedanken, ne, fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.